So, Wudolle, herzlich willkommen zurück und da sind wir auch schon beim Kryptarchen. Zu laut. Du kannst dich nicht dein Leben lang in der Stille der Archive verstecken. Okay, und los geht's. Na, was kannst du mir über das komische Ding sagen? Seltsames Schmuckstück erhalten. Komm. Davon gibt es nicht mehr viele. Oh, eine seltsame Münze. Wir brauchen jetzt noch zwei, dann können wir uns eine legendäre Brust holen. Komm. Mir, dass du gut darauf acht gibst. Ah, nee, leider nichts mehr weiterbekommen. Denn ich zeige euch das jetzt mal eh kurz, wo wir gerade hier sind. Nein! Darüber. Wie das denn diese Woche mit Xua aussieht, oder Jua, oder wie auch immer, der ausgesprochen wird. Er steht auf jeden Fall diese Woche random da hinten. Der ist immer woanders, das heißt, man muss immer gucken, ja, wo er rumsteht. Da ist er. So, das können wir nicht tragen, ist für Titanenklassen. Das hier wäre für uns. Ist natürlich schade, ich habe mir schon eine legendäre Brust geholt. Ja. Mal gucken, was kann das denn? Akkusblitzgranaten bilden längere Ketten. Einstieg mit Granatenenergie, das ist gut. Du kannst mit Munition für schwere Waffen tragen. Aber der Rest ist nicht so mein Ding, ne? Aber Intellekt ist halt sehr geil. Also was haben wir drauf? Fusionsgewehre, schwere Waffen, Munition erhöht und Rüstung, Rüstung, Rüstung. Die aszendenten Bruchstücke, dafür brauchen wir viele, die kriegen wir quasi für, also damit können wir unsere Rüstung hochleveln. Tja. Oder wir könnten natürlich auch ein Scharfschützengewehr nehmen. Das hier hat mehr Schlagkraft. Die Opfer des Eisbrechers entzünden sich spontan und bewirken Schaden bei anderen in der Nähe. Okay. Fehlschüsse haben eine Chance, dass die Munition direkt ins Magazin zurückwandert. Das ist doch cool. Und ansonsten, was kann die noch so? Solarschaden. Ach, kann ich nachgeladen werden? Regeneriert mit der Zeit Munition. Wie heftig ist das denn? Letzte Woche hatte der wohl eine coole, ein cooles Automatikgewehr. Das hätte ich gerne gehabt. Vielleicht hole ich mir auch diese Woche nix und spare weiter Münzen vielleicht fürs nächste Mal. Cool sieht die Waffe auf jeden Fall aus, ne? Tja. So. Wir werden jetzt aufbrechen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir können jetzt den Mars besuchen gehen. Also, Schluss mit Venus. Auf zum Garten. Ein bisschen Blümchen pflanzen. Gärtner spielen. Und dann irgendwen ermorden. Das machen Gärtner ja. Grundsätzlich. In jedem Film. Let's Plays sind wie Filme. Also sind wir jetzt der Gärtner, der jetzt irgendwie Leute abschlachtet. So, ja. Wir sind fertig. Was haben wir da? Das hier ist ein Strike. Und das hier ist ein Raid. Oh. Tja, ich glaube, wenn ich da reingehe, kacke ich ab, denn das ist nichts mit Gruppensuchfunktion. Das heißt, wir werden auf dem Mars beginnen. Meridianbucht, Mars, Sperrgebiet. Okay. Dann mal los. Und wir starten. Na los. Hopp, hopp. Mal schauen, wie uns die Questreihe jetzt hier weiterbringt. Wie? Kein Text? Nichts zu sagen? Habe ich mich vertan? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Normalerweise müsste doch jetzt Story kommen oder etwa nicht. Und da ist schon der Mars, der rote Planet. Haben wir den Mars bevölkert? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ist das? Der Mond vom Mars? Wow, das Ding dreht sich ja. Ohne Scheiß. Hat der Mars überhaupt eine Anziehungskraft? Würde das Ding jetzt nicht eigentlich von der von der Anziehungskraft hier runterbrechen? Krass. Ich muss aufhören, auf den komischen Kometen oder was auch immer das ist, zu starren. Da hinten geht's lang und ab geht's.
Hopp. Und hopp. Nein. Und jetzt? Mhm. Stuntman. Manchmal legt man übrigens mit dem mit der Kiste hier echt geile Moves hin. Ich habe mal irgendwie so einen Vorwärtsflip in der Luft geschafft. Oh, was ist denn da los? Finde das Tor. Oh oh. Moment, das ist doch wieder der Moment für Präzisionsschaden. Oder auch nicht, wenn man nicht... Oh, die Rüstung hat ein Upgrade. Moment, wo war da was? Ist das wirklich unsere Quest? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Hm. Na, mal gucken. Aua. Hm. Wir sind mitten im Kampf zwischen... Aua, aua, aua. Einfach mal da lang. Oh, unsere Sparrow brennt schon. Okay. Da sind wir schon. Suche etwas, auf das ich zugreifen kann. Wow. Und ein Kopf weg und bam, zweiter Kopf weg. Und na? Dritter Kopf weg und... Ah, er hat sie umgedreht. Vierter Kopf weg. Wir sollten das super langsam mal einsetzen, sonst kommen wir ja nie dazu. Und tap. Tap und tap. Scheiße, das war natürlich nicht die günstigste Variante. Das jetzt gerade einzusetzen, oh oh. Das ist aber eine gute Idee. Na komm, lass sie treffen. Ah, da habe ich ziemlich daneben gesammelt. Schade, dass er sich bewegt hat. Hallo. Hallo. Ach, Feigling. So, erwischt. Wir müssen wieder hier. Was ist das? Okay, wahrscheinlich wieder eine Verteidige-Quest. Okay, wir brauchen einen Zugangsschlüssel. Finde heraus, wer das Sagen hat und hol dir den Schlüssel. Okay, dann Schlüssel holen, aber ich möchte kurz eben die Rüstung upgraden, wenn das geht. Ah, Heliumflammen. Wir müssen auf den Mond farmen. Oh oh, wir werden beschossen. Oh, Heliumflammen. Wir müssen auf den Mond farmen. Oh, oh wow. Wir werden heftig geschossen.
Will das Schiff jetzt da bleiben? Schön. Ah, da. Ah, er hat das Sagen. Oh oh. Au! Haut das Schiff jetzt ab? Ah, verdammt. Da ist er doch. Tja. Oah. Zion, okay, komm her, Zion. Gleich beim Tor ist noch ein Kabal aus dem Osten. Sehen wir uns den an. Oh Gott, ey, ihr Nervensägen. Ah, du auch noch? Ho, 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 den sein Kopf ist explodiert. Geht denn hier? Wo sind die denn? Ach du Kleiner schon wieder. Noch einer? So. Ruhe, alles geschafft, fertig. Wo musste ich denn hin? Und weiter geht's. Mussten wir den Schlüssel dann oben nicht verwenden? So. Okay. Doch nicht hier. Das sah so aus. Ah. Er hier. Naja. Oh. Mr. Richtig steht da oben und will mich abschießen. Oh, da oben auch noch. Können die nicht so weit schießen? Kriege ich irgendwie Muni wieder mit der Waffe? Ich habe das Gefühl, ich kann auf einmal so viel schießen. Teloganya ist in der Nähe und Surion. Hallo, Telogan. Was? Teloganya und Surion. Hallo, wo seid ihr? Da, hallo, winken, winken. Patrouille. Ah, okay, da hoch. Moment, war das nicht irgendwie ein Wiedereinstiegsding? Oh. Da ist was von diesen komischen Reliktbruchstücken, die wir brauchen. Für diese Waffe hier. Wer ballert denn da noch? Ach du. Dann schießen wir dir halt in den Fuß. Kack's halt so ab. Achillesferse getroffen, wa? Mal sehen, was sie über das Tor wissen. Wo ist das Tor? Komm. Das Tor da? Sieht aus wie ein Stargate. Beeindruckend. Kabale sind ins Wahrnehmungsgitter der Wex eingedrungen. Oh oh. Ich sehe Gegner vor mir und hinter mir. Und... Hä? Da sind ganz schön viele. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, was das Tor ist. Aber wenn wir das Auge des Torlords erwecken und in den Schwarzen Garten wollen, müssen wir wohl an den Kabalen vorbei. Mission beendet? Und wir sind doch noch mitten... Ich kapier's nicht. Irgendwie ist die Mission gerade super komisch. Ah, hat der mich weit weggekickt. Schnell raus hier. Lol. Auf Wiedersehen. Juhu. Der Controller vibriert immer noch. Tja, das war unsere erste Mission auf dem Mars. Einsatzbefehle.
Oh, komm, ich mache mal lieber fortsetzen, bevor wir hier sterben. Denn ich habe keine Lust, dass. Ach nee, die 100 ohne zu sterben haben wir eh, ne? So, mal gucken. Ziele festlegen. Auf der Venus ist immer noch irgendwas. Ach ja, klar. Aber hallo, kann ich nicht gehen? Ich kann von mir aus mal reingehen, aber dann werde ich wahrscheinlich sterben. Das war doch jetzt die erste Mission, oder? Ja, das war die erste Mission und wir wollen auch gleich auf dem Mars weitermachen. Allerdings kann ich die Folgen nicht bis in alle Endlichkeit lang machen. Also, auch wenn diese jetzt hier leider nur 16 Minuten hatte, knapp, der Schnitt hätte nicht besser gepasst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit der Mission Nummer 2 auf dem Mars wieder.